Herzlich willkommen zum Videotutorial. Mein Name ist Jörg Hansen. In diesem Tutorial geht es um die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie mit Geothermal den Eigenverbrauch ermitteln und optimieren können. Hier sind wir also im Programm Geothermal. Als erstes wollen wir eine Anlage konfigurieren. Als Wärmequelle nehmen wir mal einen Erdwärmekollektor. Und hier können wir eine Anlage auswählen. Es gibt hierzu verschiedene zur Auswahl. Ich nehme mal die WPA5. Die WPA5 hat einen Warmwasserspeicher für die Warmwasserversorgung und einen Heizungspufferspeicher. Die Wärmepumpe belädt beide Speicher. Was Neues auf dieser Seite ist der Bereich hier mit Photovoltaikanlage für elektrische Verbraucher. Wir können hier einen elektrischen Verbraucher wählen, dann wird hier ein PV-Modul eingeblendet und die PV-Seite wird freigeschaltet. Das heißt, die PV-Energie wird für diese elektrischen Verbraucher verwendet. Wir wählen hier mal alle an und dann können wir schon auf die Photovoltaik-Seite wechseln. Hier können wir also das Photovoltaik-System konfigurieren. Wir können ein PV-Modul mit hohem, niedrigen und mittleren Wirkungsgrad auswählen. Wir nehmen einen hohen Wirkungsgrad. Die Anzahl der Module können wir hier auswählen. Dann können wir hier die Aufstellung, also die Ausrichtung und den Aufstellwinkel der Module definieren. Und hier unten können wir noch Einstellungen zur Regelung machen. Gibt es einmal das Anheben der Speichertemperatur. Das bedeutet, wenn PV-Strom vorhanden ist, dann wird die Energie zum Erhöhen der Speichertemperatur verwendet. Das heißt, die elektrische Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt und als Wärmeenergie gespeichert. Damit wird der Eigenverbrauchsanteil erhöht und es muss weniger Strom aus dem Netz bezogen werden. Dann gibt es noch das Absenken der Speichertemperatur. Durch das Absenken der Speichertemperatur wird die Chance erhöht, dass erst wieder nachgeheizt werden muss, wenn auch PV-Strom zur Verfügung steht. Das hat nicht so große Auswirkungen wie das Anheben der Speichertemperatur und kann sogar einen gegenteiligen Effekt haben, vor allem wenn Anheben der Speichertemperatur ausgewählt ist. Das ist aber von Anlage zu Anlage verschieden. So, wir wollen hier mal die Simulation starten und zwar erstmal ohne eine PV-Optimierung, das heißt ohne eine Beeinflussung der Speichertemperatur. Dann werden uns die Ergebnisse hier angezeigt. Auf der Ergebnisseite werden hier die Jahresarbeitszahlen berechnet, die Energien angezeigt, die erzeugt wurden und verbraucht wurden. Und was uns interessiert, ist die Photovoltaikseite. Im oberen Bereich haben wir die erzeugte PV-Energie, was wir davon als Eigenverbrauch verwenden konnten, und den Überschuss, der normalerweise ins Netz eingespeist wird. Es gibt einen Eigenverbrauchsanteil von 13,5%. Im unteren Bereich haben wir die gesamte verbrauchte elektrische Energie, was wir davon wiederum durch PV decken konnten und was wir aus dem Netz beziehen mussten. Das ergibt dann einen Autarkiegrad von 13,9%. So, den merken wir uns mal, denn jetzt wollen wir mal die Simulation starten mit einem Anheben der Speichertemperatur, also mit PV-Optimierung. Also wir hatten vorher einen Autarkiegrad von 13,9% und schauen uns an, was sich jetzt geändert hat. Der Autarkiegrad hat sich auf 30,1% erhöht, also das ist doppelt so hoch als vorher. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das können wir uns auch nochmal schön in den Ergebnisgrafiken anschauen. Wir haben hier das jetzt vertauscht, die Achsen. Genau, ich wollte hier links die Kilowattstunden haben und rechts haben wir die Temperaturen. Und auf der Zeitachse haben wir Stunden angezeigt. Das heißt, hier wird ein ganzer Tag, 24 Stunden angezeigt. Die rote Linie ist die mittlere Temperatur des Heizungspufferspeichers. Die blaue Linie ist die mittlere Temperatur des Warmwasserspeichers. Die gelben Balken ist die erzeugte Energie der Photovoltaikanlage und die grünen Balken ist die aufgenommene Energie der Wärmepumpe.
Ich habe hier mal die Diagramme nebeneinander gestellt, um die Unterschiede zu verdeutlichen. Links haben wir das Diagramm ohne Speichertemperaturanhebung und rechts mit Speichertemperaturanhebung. Wir sehen im linken Diagramm, die gelben Balken sind die erzeugte Energie der Photovoltaikanlage, da ist kein Verbrauch aktiv. Hingegen auf der rechten Seite haben wir auch die erzeugte Energie der Photovoltaikanlage und da ist ein Verbraucher aktiv, und zwar die Wärmepumpe. So, wie kommt es zu diesen Unterschieden? Gehen wir mal auf die linke Seite, auf das linke Diagramm. Hier haben wir die rote Linie mit dem mittleren Temperatur des Heizungspufferspeichers. Die ist hier stabil bei knapp unter 40 Grad und knickt dann ab 17 Uhr ab. Das heißt, hier wird der Heizungspufferspeicher entladen, weil eine Heizungsanforderung ansteht. Und um 21 Uhr wird er wieder beladen, weil die Temperatur hier unter 30 Grad gefallen ist im Heizungspufferspeicher. Auf der rechten Seite hingegen haben wir auch wieder die mittlere Temperatur des Heizungspufferspeichers bei knapp unter 40 Grad. Aber hier ist der Unterschied: Sobald PV-Strom verfügbar ist, heizt die Wärmepumpe den Heizungspufferspeicher bis auf etwa 55 Grad auf. Dann kommt es wieder zu der Heizungsanforderung und die Temperatur im Heizungspufferspeicher fällt ab, weil der Heizungspuffer entladen wird. Aber nur bis auf 40 Grad. Das heißt, die Wärmepumpe muss hier nicht mehr nachladen. Diese zwei grünen Balken, die die Wärmepumpe repräsentieren, wandern also auf der rechten Seite hier nach vorne in den Bereich, in dem auch die Photovoltaikanlage Energie erzeugt. Und somit können wir den Eigenverbrauch hier erhöhen. Damit sind wir am Ende von diesem Videotutorial. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.